and free your mind. Inspired by the me and the you. True information. Tom who knows. Ja, guten Morgen, Tom. Sind wir nicht on air? Wir nehmen schon auf. Ah, hallo. Hallo. Wir sind da. So, wir sind auf der Rückfahrt nach Wien vom 4. noch Grenzwissenschaftskongress aus Saarbrücken. Summa summarum. was kann man sagen? Wir haben wie viele Redner gehabt? Du warst ein Redner? Also insgesamt waren es fünf. Fünf waren es. Wenn du den Andreas Körber, der ja eigentlich ein Barde ist, also ein kommunikationstechnisches Komplettpaket für Herz und Hirn, nicht? Mit Frequenzen, Farben und Klängen. Wenn du den auch als Redner klassifizierst, dann waren es fünf Vorträge. Ja. Es war auf jeden Fall, für mich war es total interessant. Mhm. Habt ihr die Vorträge von den anderen Teilnehmern gesehen oder manche nicht? Ich habe alle gesehen. Das hast du alle gesehen. Ja, ja. Was waren so, was so das Highlight irgendwie von dir? Von den ganzen Dingen. Ich meine, wir haben ja viele schon gehört und manche haben ja auch schon YouTube-Videos und solche Sachen gesehen oder Vorträge. Was war so für dich, wo war ein Aha-Erlebnis? Es waren für mich mehrere Highlights. Erstens habe ich mich sehr gefreut, dass ich den Simpson persönlich kennenlernen durfte, ja, und mit ihm dann auch im kleinen Kreis über die tatsächlichen und die angedichteten Wirkungen von seinem Öl reden durfte. Ja. Was also da wirklich dran ist und dass es natürlich nicht 100% sind und was weiß ich, ja, und was, worauf man achten muss, wo die Probleme der Legalisierung liegen etc. Sehr spannend für mich war natürlich auch wieder mal der Vortrag von Klaus Volkhammer, den ich ja unglaublich schätze. Und der es immer wieder schafft, das Ganze auch ein bisschen zu bereichern durch seine eigene Sichtweise. Ja. Wie er nämlich gesagt hat, es ist ihm vollkommen egal, wenn die anderen ihn für einen Spinner halten. Das sind seine Erkenntnisse. Die kann super er also beweisen und das belegt er auch. Und er macht halt das, was er für richtig findet. Das stimmt. Also Klaus Volkhammer ist irgendwie so, ich habe es jetzt erst schon besprochen, für mich, ich tue mir da irrsinnig schwer, ihm manchmal zu folgen, weil das sind so viele Dinge, wo ich sage, ja, der Mann hat recht, aber ich verstehe es noch nicht ganz, weil halt zu viele Fragen sind, zu viele Löcher, dass ich da echt manchmal mehr Zeit brauche, einfach das Ganze zu verstehen. Aber er macht das so authentisch und bringt das so mit einer liebevollen, herzlichen Art auch rüber. Es ist echt super genial. Ja. Es ist echt super genial. Klaus, was war für dich? Klaus Volkhammer? Du, für mich war es ganz einfach so, der ganze Kongress, der hat zweierlei Seiten gezeigt. Einmal die Feinstofflichkeit, das, was wir noch nicht wirklich wahrgenommen haben, viele noch nicht wahrgenommen haben, aber auch die Realität. Und der Klaus sagt es ja, wir haben so viel Wissen, nicht er hat es ja alleine geforscht, sondern sind ja viele Namen genannt worden. Ja. Und warum gehen wir nicht an den Fakten heran? Und Franz Hörmann hat in Bezug aufs Geld bezogen und irgendwie passt das alles zusammen, wenn man das Spiel mal erkennt, um was es geht. Klaus war für mich wirklich ein sehr guter Vortrag. Empfehle ich auch euch wirklich anzuschauen. Mhm. Denn mit der Kamera. Wir haben es geschafft, in zwei Kameraperspektiven das aufzunehmen, nach bestem Wissen und Gewissen. Also, es gab eine Okitok-Kamera, es gab eine Kamera von mir und wir werden versuchen, das, also nicht versuchen, wir werden das alles zusammenschneiden und es wird diese ganzen Vorträge dann auch geben. In, ich hoffe, einer super Qualität. Wir haben die Audiospur haben wir getrennt. Das heißt, Ton sollte perfekt sein oder nahezu perfekt. Und also ihr könnt dann die Vorträge alle sehen. Das wird interessant. Auch dein danke Vortrag. Auch danke, dein ja. Vortrag. Ja, wenn man das alles so maniert, so mal zusammenfasst, ne, was ist an Ergebnis rausgekommen? Für mich heißt es ganz einfach, dass der Mensch auf einem guten Weg ist. Das ja. Ich komme immer wieder drauf hinaus, man hat so gute Informationen, eine Botschaft ist von dem Kongress gekommen, aber unterm Strich machen wir Menschen noch nicht unsere Hausaufgaben. Ja, das stimmt. Und darum geht es letztendlich. Aber wenn man den Kongress wirken lässt, dann weiß man ganz genau, dass dieser Kongress so viel Botschaft hat, dass wir Menschen es auch verstehen und annehmen können und leben können. Und darum geht es letztendlich. Und nicht immer nur Ego, Verstand, bum, 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 bum. Nee, natürlich dürfen wir Ego, Verstand haben, aber erkenne ich selber in deinem Ego, Verstand. Das stimmt. So, passt. Alles ist gut. Ich bin hier. Ich halte es einfach. Jetzt seid ihr wieder dran. Ja, was? Also was mir ein Anliegen war, und das habe ich auch der Sabine gesagt, ich glaube, ich habe es auch im Vortrag erwähnt, gleich zu Beginn, diese Menschen, die wir jetzt hier in den Vorträgen dann auch sehen und hören werden,
die sollten nicht ihr Licht unter den Scheffel stellen, die sollten sich nach den Grenzwissenschaftler oder... A6, E50, Richtung Dreieck. Richtung Dreieck. Die sollten sich nicht Grenzwissenschaftler, Parawissenschaftler oder alternative Wissenschaftler nennen, sondern, das wäre sehr, sehr wichtig, mit sehr, sehr starkem Selbstbewusstsein freie Wissenschaftler. Ja, 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 denn ja. Das ist die freie, ergebnisoffene Forschung. Und die Schulwissenschaft, ja, die Wissenschaft der Industrie, des Mainstreams, die ist unfrei, denn sie ist bezahlt. Mhm. Die ist eben nicht ergebnisoffen. Ja, sie arbeitet auf Bestellung. Bleiben Sie links, A6, E50, Richtung Dreieck. Das bleibt doch links. Das haben auch wirklich alle gesagt, die da vorgetragen haben. Nicht, wie sie auch Marketing sind, Funding. Bleiben Sie links. Also nein, wir sind doch bekannt dafür, dass wir rechts sind, oder? Sind wir jetzt links? Bleiben Sie links. Ich möchte aber in der Mitte fahren. Ich mach mir die blöden Spiele nicht mehr mit. Wenden Sie. Fahren Sie endlich mal im Kreis. Aber den Kreis bitte zu Ende. Du, es gibt viele, die das probieren wahrscheinlich. Ja. Ihr Leben lang. Dann enden Sie in der Spirale, gell? Es geht nur, ja, wo war, ja, ganz egal, wo waren wir? Bei der freien Wissenschaft. Bei der freien Wissenschaft. Ja, genau. Ja, ich habe irgendwie so, es ist halt, es ist nicht traurig, aber es ist halt, ich glaube, es ist langsam der Zeitpunkt, wo diese, ich will es nicht mal Wissenschaftler nennen, wo generell Menschen, die ein Wissen haben oder auf etwas draufkommen, eine Entdeckung haben, die sie auch, sag ich mal, die sie auf manchen Ebenen bestätigen können, an manche Hinweise geben können, dass da was noch offen ist zu forschen, aber es liegt halt nahe oder die Vermutung liegt nahe und so weiter. Ich finde es halt schade, dass die immer noch quasi, das ist nicht so laut, ups, sorry, dass die das nicht so laut sagen, sich noch trauen. Mhm. Es gibt zwar welche, die das sagen, so Klaus Volkammer ist einfach so, friss ja, und stirb, so gemacht, ja. Nein, das ist nichts, aber, und deswegen, ich seh das wie du, so, die Leute, es ist so Grenzwissenschaften, die grenzen sich ja selbst damit aus. Genau. Weil mittlerweile, glaube ich, sind die Leute so offen auch für Neues oder anderes, dass sie einfach versuchen, mal nachzudenken, hey, vielleicht stimmt es ja doch und einmal reflektieren. Und das ist total wichtig irgendwie. Ja. Das ist, ich glaube, da wird noch viel mehr kommen. Irgendwie ja, auf allen ja, Sektoren. Ich meine, jeder hat da seinen Bereich. Du hast halt deine Finanzgeschichten plus etliche andere und die, und aber im Endeffekt. Du merkst es ja auch, wenn ihr zusammensitzt und so weiter. Ne? Das ist trotzdem eine. Das sind alle irgendwo auf einer Ebene oder halt jeder macht so seinen Teil. Ne? Ich habe wieder mal einen Herrn kennenlernen dürfen. Also für mich ist immer die Vernetzung besonders spannend. Ja. Ich Leute kennenlerne, die eigentlich keine Vortragenden sind, sondern aus dem Publikum und die aber auch wahrscheinlich genauso viel zu erzählen hätten wie die auf der Bühne. Ja. Und da war wieder einer, der auf mich zugekommen ist, der früher mal Finanzdienstleister war, 15 Jahre. Und der ist dann ausgestiegen und ist heute Heilpraktiker. Heilpraktiker. Ja. Also diese Menschen, das sollte man wirklich feiern, so einen Entschluss. Dass man erkennt, hoppla, ich habe mein Leben und meinen Lebensstandard und meine ganzen Ideen und Visionen einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Ja. Ich gebe mir jetzt aber nicht die Schuld, weil das haben viele getan. Das ist Teil unserer Täuschung. Ja, das ist Teil dieser Matrix da, in der wir leben. Aber wenn ich es erkannt habe, dann verbittere ich nicht. Ja, sondern genau. Dann suche ich eben die maximal bestmögliche Variante, um mir und anderen zu helfen. Ja? Mhm. Und da dann diesen Weg zu gehen und zu sagen, auch das, was jetzt die offizielle Medizin zum Beispiel anprangert und so, mache ich dann trotzdem, weil ich weiß ja, dass in meinem Bereich das auch nicht gestimmt hat, diese alten Vorurteile. Ja. Ne? Was bedeutet das auf die anderen übergelegt? Ne? Ganz genau. Es ist aber, glaube ich, so ein normaler menschlicher Prozess, weil wenn ich so bei mir reflektiere, es war exakt so, es bricht ein Weltbild zusammen, ein ziemlich großes, und dann denkst du, okay, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das nicht stimmt. Mhm. Was stimmt dann überhaupt? So ist es. Und das ist halt dann, ich glaube, wie war ist das bei dir ähnlich gewesen? So einmal einmal aus der Matrix irgendwie ausgekoppelt, ganz kurz, und das gesehen, dann beginnt man irgendwie so einmal alles zu hinterfragen. Oder wie? Ja, genau, alles zu hinterfragen. Wie war das bei dir, Klaus? War das so, hast du es ähnlich gehabt? Aus der Matrix ausbrechen. Mhm. Breche ich aus? Ich lebe hier. Ich komme hier nicht raus, ich bin in der Matrix. Wo soll ich weglaufen? Ja, das stimmt schon. Ja, vom Bewusstseinsstand her. Nicht? Der nächste Schritt, wie gesagt, wenn man mal die Täuschung in seinem Teillebensbereich erkannt hat, einfach alles zu hinterfragen
und dann nicht jetzt verkrampft nach der einzig wahren Lösung zu suchen, sondern in einer Übergangsphase einfach auch viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten als Potenzial zuzulassen und ja, zu sagen, vielleicht ist es das, vielleicht ist das, vielleicht ist es wieder was anderes, aber ich klammere mich jetzt nicht an eine Lösung, ja. Ja, die ja, du blendest ich wie ein Dogma auch und wie eine Ideologie herumtrage. Du blendest dir das dann auch aus, wenn du irgendwie bewusstseinsmäßig oder verstandmäßig sagst, okay, ich glaube an das eine, dann hast du es, also du hast es die Grenzen gesteckt von, es beginnt dort und dort und das glaube ich. Und du hast ja dann nicht mal selbst die Möglichkeit, das Weltbild dann irgendwie zu adaptieren, zu erweitern, du bist da starr, ja, du bist tot quasi, weil du hast deine eingebrannten Dinge und kannst dich irgendwie nicht erweitern. Genau. Und das finde ich so super an die ganzen Vorträge und auch auf deinen, weil halt es ist ja, vieles ist ähnlich, was du natürlich bringst, deine Themen, aber es ist dennoch immer etwas so dieses Unberechenbare dabei. Mhm. Und es sind auch Teile halt von, zumindest habe ich so das Gefühl, es erweitert sich halt immer auch. Da freue ich, ich lerne ja auch dazu. Ja. Ja. Und immer das, was für mich neu ist, interessant, woran ich jetzt auf einmal arbeite, versuche ich dann auch im nächsten Vortrag zu bringen. Ja, also ich habe was, ich weiß was. Faden, damit ich den roten Faden nicht verliere. Ja? Ja. Weil immer wieder das Gleiche über 3 Jahre hinweg ist ja auch für mich langweilig. Ja. Dann höre ich mir in Wirklichkeit ja nicht einmal mehr selber zu. Und dann brauche ich den Vortrag auch nicht mehr halten. Also wenn er nicht für mich spannend ist, ja, weil ich mir eben jetzt die Gesichter anschaue, wenn ich den Leuten jetzt noch zusätzlich was sage, was ich bisher nicht gesagt habe, ja, dann teste ich ja auch immer auch gleich das Feedback. Ja, wie kommt es an, ne? Ist die Resonanz. Ganz genau. Ja. Was ist für ein Feeling gehabt von der Resonanz? Gut, hervorragend, ja, ganz hervorragend. Also das meiste war für die Leute, was ich gesagt habe, schon bekannt und dann kommen eben genau noch diese zusätzlichen Ecken dazu, ne? Wo ich sage, da müssen wir jetzt hin und da müssen wir hinschauen und jetzt ändern wir mal die Blickrichtung und gehen wir überhaupt weg von Geld und Recht, mhm, ja, und betrachten wir Gesellschaft etwas ganz anderes. Ja? Das ist eben jetzt genau die Schiene, die ich da jetzt reinkriegen, ja, möchte, weil da schließen wir dann auch wieder den Kreis zur Psychologie und zum Bewusstsein, den wir bei der Medizin zum Beispiel und bei der Physik auch schon haben. Ja? Und das macht es dann einfacher, weil das neue Bewusstseinsparadigma, ja, das ist dann für alle quasi die Schnittmenge, wo sie dann kommunizieren können. Mhm. Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es ist ein sehr guter Ansatzweg. Zumindest wäre es ein. Es ist zumindest mal ein Ansatz, mhm, den man ausprobieren kann. Ne? Und nicht ein, ja, was soll ich schon machen? Und man bringe mir Lösungen. Es sind so viele Leute zu mir gekommen, so quasi, ja, wie soll man es denn machen? So, mhm, sagst du mir? Weißt irgendwie so tief, mir kommt es teilweise vor, dass Menschen irgendwie diese Verantwortung so gerne abtreten. Ja, das ist im System ja so angelegt. Sag. Wenn wir Befehlsempfänger sind, dann können wir Verantwortung gar nicht übernehmen. Das stimmt. Und deswegen ist es auch so gemacht. Und das ist ja die Erfahrung, die ich persönlich immer mache. Die einzigen im System, die wirklich Verantwortung fühlen, sind die wirkliche Fähigkeiten haben. Mhm. Und vielleicht ist das auch ganz normal. Vielleicht kann man, ohne eine echte Fähigkeit zu haben aus sich selber heraus, auch die Verantwortung dafür gar nicht fühlen. Das geht wahrscheinlich Hand in Hand. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja? Mhm. Und wenn ich die Fähigkeit nicht habe, sondern ich kopiere immer nur, ja? Das heißt, ich lerne auswendig, ja, ich passe mich an, ich führe Befehle aus, ja? Dann werde ich eine Verantwortung als Gefühl auch nie spüren. Dann weiß ich gar nicht, wie sich Verantwortung anfühlt. Ja, stimmt. Wie siehst du das? Also erstmal nochmal zum Klaus Vollkammer. muss ich ja darauf zurückkommen, wir haben das Wissen. Klaus Vollkammer hat eine Wissenschaft gemacht und das hat er sein Leben lang gemacht. Ja. Und da ist nicht irgendwie bla 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 oder ein Spirit-Spinner oder irgendwas. Das, ja, genau. Fakten sind das erstmal. Ja. Warum nehmen wir nicht diese Ergebnisse, diese Fakten, diese Ergebnisse? Die erkennen wir doch. Na, warum glaubst du nicht? Das ist nur Lobbyismus. Ne? Ganz einfach, nichts anderes. Und das sind die negativen Nebenwirkungen, die wir dann leben sollen. Ne? Und dann ist die Frage, wann fängt der gesunde Menschenverstand an bei uns? Und wann schalten wir dann ein und sagen, hey, da ist was Richtiges, wieso macht die anerkannte Wissenschaft das so? Mhm. Obwohl, da heißt es ja, Wissenschaft ist eine Schaft zusammen. Ja. Ne, deswegen die offene Wissenschaft heißt komplementär, genauso wie die Medizin. Also wenn wir in diesen Ansatz gehen und wir diese Fakten ja wirklich haben, warum erleben wir sie nicht? Ne? Nur weil wir abhängig sind vom Geld. Deswegen fand ich den Vortrag von Franz enorm wichtig, weil das eigentlich im Zusammenhang, ja, alles ist. Es ist ein Puzzleteil, es ist ein Puzzleteil, Punkt. Und die ganzen Puzzleteile. Ich glaube irgendwie, dass unter Anführungszeichen Problem, weil du gesagt hast, warum das die Menschen halt nicht leben, Klaus Vollkammer, das schmeißt dir quasi die Fakten am Tisch. Genau. So, das ist mein Wissensstand, das habe ich rausgefunden, mein Lebenswerk. So, das Ding ist aber, und ich spreche auch von mir selbst, dass ich glaube, dass viele Menschen noch gar nicht, sage ich mal,
nicht das Bewusstsein haben oder erst dorthin kommen, um überhaupt reflektieren zu können, was bedeutet das jetzt für mich, meine Realität, meine Wahrnehmung und das wirklich so zu integrieren, so zu leben, dass diese Ergebnisse heißen, ja, so quasi, wir haben einen Feinstoff, wer hat es eilig? Wir haben einen feinstofflichen Körper und so weiter und wir Gewicht, aber was, so, und jetzt sitzt man im Auto, was heißt das morgen beim Frühstück? Du musst das ja irgendwie leben, du musst das ja dann, und da tue ich mir auch teilweise noch schwer irgendwie. Ja, für mich war die Botschaft ganz eindeutig, weil wir haben eine innere Welt. Die äußere Welt ist die materielle Welt. Das ist unser Werkzeug. Ja. Es gibt aber, wir sind Lichtwesen, Wasserwesen, auch das ist eine Spinnerei. Das ist so. Und Klaus Volkhammer sagt, das ist unser inneres Leben. Ja. Und wenn ich in den Schlafen gehe, dann schlafe ich in meiner Welt. Und wenn wir leichter werden, verlassen wir ja den Körper, so wie Klaus das sagt. Also dann beobachtet euch doch selber mal und lebt es doch mal. Lasst es doch einfach mal zu. Ohne Angst, wozu Angst? Ne? Ja. Wie gesagt, Ego, Verstand, wie begrenzt schauen wir durch den Tunnel? Ja, oder sind wir offen? Ich habe das total interessant gefunden, was er gemeint hat von diese Ebenen, diese zwei Ebenen. So quasi, du bist quasi in dem Materiellen, dann kommst du raus, glaubst du bist in der Göttlichen, aber das ist eben nicht diese Göttliche. Und das hat mich so erinnert an diese Erfahrung in Peru mit dem Netz, was ich eben gesehen habe. So erste Ebene, so da, wir sind in der Pixel und in der grafischen Ebene und dann geht es weiter hoch, dann ist da nur mehr quasi das Basisprogramm und dann geht es noch weiter und dann ist überhaupt unerklärt, oder dann ist überhaupt ganz anders wiederum, also die höhere Ebene, noch höhere Ebene. Da hat es bei mir Kling gemacht, da hätte ich gerne mit ihm gesprochen, ich habe leider nicht die Zeit gehabt mit ihm zum Reden, oder er hat, war leider kurz angebunden. Und ich habe auch mit Nassim drüber gesprochen, in dem Interview, was ich gehabt habe. Wir haben auch über dieses Netz gesprochen und das Geile war, ich erzähle ihm halt, was ich erfahren habe, wahrscheinlich für die Leute, die Story schon fünfmal kennen aus Videos, ist Fahrt, aber er kennt sie ja noch nicht von mir, ne? Und ich erzähle ihm das Ganze, dieses grüne Netz, und er sagt, ja, genau das ist das, was er halt mathematisch berechnet mit diesen Punkten. Und ich sage, weißt, es dürfte ausgeschaut haben wie die Struktur der Blume des Lebens. Und in dem Moment sagt er, ja, das ist genau die mathematische Berechnung von der Blume des Lebens. Ne? Das waren viele Aha-Erlebnisse. So vom der Kongress für euch, weil wir haben immer so viel Akku jetzt. Was nimmst du mit, Klaus? Oder was war so aus deiner Realität, deiner Wahrnehmung, so dein Film, was ist so, was durftest du mitnehmen, lernen, sehen oder was? Durch die vielen Kongresse, die ich besucht habe, heißt das, es bin bestätigt worden, dass ich zumindest das Leben richtig sehe und auch weiter mit den Menschen in Kontakt trete, dass es auch nicht nur das Außen gibt, es gibt auch viel mehr. Und das dürfen wir erforschen für uns jeder selbst. Denn wenn die Menschheit befindet sich noch in einem, sag ich mal, pubertierenden Sachen, wir sind kleine Kinder noch und wir haben noch so viel zu uns zu öffnen. Und wenn ich den Film sehe, der ja auch bald rauskommt, den wir zum Schluss gesehen haben. Connected Universe. Ja, genau. Sagt ja letztendlich auch aus, dass unser begrenztes Denken und wie wir leben heute wirklich nur ganz wenig ist. Und für mich heißt es, ich habe so ein gutes Gefühl gehabt, ich wurde bestätigt in vielerlei Hinsicht, dass das Leben eigentlich schön ist, wenn wir es auch richtig anfassen, indem wir uns öffnen zu diesen anderen Themen und nicht als, wie gesagt, ESO-Spinner hingestellt werden. Wir haben Feinstofflichkeit, die nachgewiesen worden ist, wissenschaftlich. Und was will man mehr, ne? Damit dürfen wir uns auseinandersetzen. Und nicht einfach nur, weil die Physik sagt, das ist so, bum, bum, bum. Ja, es ist nicht so. Es gibt mehr. Ja, und das ist ja genauso wie immer das Thema flache Erde, runde Erde. Es ist egal, ob sie flach ist oder rund ist. Ja, die einen sagen, du bist ein Spinner oder nicht. Ja, warum immer bewerten? Ja, sage ich immer so schön. Sehe es als Ergebnis und arbeite mit dem Ergebnis. Punkt aus, fertig. Ich bin bestätigt worden mit einem super tollen Gefühl. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke. Super. Ja, danke an die Sabine in dem Fall. Die Sabine wird das sicher sehen. Ja, Sabine. Liebe Grüße und vielen Dank. Juhu, liebe Grüße und vielen Dank. Mach dir nicht immer so viel Stress, weil du siehst, am Ende ist das genau alles so, wie es sein soll. Optimal, ich habe es so super empfunden, weil irgendwie, es war ja auch sehr holprig irgendwie mit der Vorbereitung auch und es waren viele große Steine in den Weg gelegt worden, dass ich es rauskriege, aber irgendwie haben da alle zusammengeholfen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Natürlich. Wir sind da hinten gesessen und haben halt, er hat gestreamt, der Okitalk und da ist mein Licht nicht richtig gewesen und ein Mikro-Ding und wir haben uns alle gegenseitig, auch mit dem Andi, der versucht hat zu geben, was er geben kann und so, und es hat wirklich geklappt. Und das war so eine Teamarbeit und das war super schön. Was nimmst du mit?
Ja, zunächst einmal einen ganzen Stapel Visitenkarten. Die muss ich in den nächsten Tagen per Mail alle abarbeiten, ja, Kontakte herstellen. Und also für mich persönlich den Eindruck, dass es unglaublich viele Menschen gibt, nicht nur die, die am Podium gestanden sind. Denn wie gesagt, die, mit denen ich mich so im Publikum vernetzt habe, die haben genauso viel zu sagen. Ja, die sind genauso super Experten auf ihrem Gebiet, mit denen ich mich eben vernetzen will und die ich aber auch wieder mit Leuten in Verbindung bringen möchte, die ich schon kenne. Mhm. Ja, weil ich genau erkannt habe, da kenne ich jemanden, der hat schon genau den Teil des Wissens, den die noch brauchen und umgekehrt. Ne? Die müssen nur zusammenkommen. Und du verknüpfst sie dann einfach. Flusch. Ja, ja, genau. Super. Und ja, da ist es jetzt eben ganz wichtig, diese Menschen an der Wissensfront, um es mal so zu sagen, bei Front halt einfach nur die vorderste Reihe ist und nicht kriegerisch interpretiert werden darf, ne? Die an der Spitze der Forschung stehen, der freien Wissenschaft, dass die jetzt vernünftig und achtsam miteinander umgehen, dass die mehrere Methoden, Sichtweisen, Perspektiven gelten lassen, dass die so reif sind, dass sie nicht sagen, ich habe die einzig wahre Lösung, ja, und daher muss im Umkehrschluss alles andere falsch sein. Ja, und dass wir, wenn wir diese Geisteshaltung haben, für die Bevölkerung, für die Menschheit sehr viel machen können. Ja, also es ist genau jetzt eben die Frage des Reifegrades, des Bewusstseins dieser Menschen, die schon so viel Wissen angesammelt haben, wie gut sie dieses Wissen dann verwerten können, ja, wie sie es umsetzen können, dass damit auch etwas wird, was für andere tragfähig ist. Super. Es freut, das ist wieder so eine Bestätigung für mich, dass ich das, weil ich sehe so wie du, exakt so wie du, ich verwende natürlich, ich beschreibe es mit anderen Wörtern. Ja, ja, ja. Aber es ist bei mir ähnlich so, du siehst irgendwie, da ist so ein, der weiß was und der weiß was, ja. Und du weißt, du hast ein Gefühl so, du solltest mal mit dem reden, keine Ahnung warum, aber tu es einfach, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte Potenzial sich irgendwie ergänzen und entstehen. Ja, ja, ne? Genau. Ja, richtig, ja. Ja, ja, für mich persönlich war das einfach, also für mich persönlich war es überwältigend. Weil ich bin ja zum zweiten Mal eigentlich auf so einem Kongress. Der erste war beim Dieter Bröers. Mhm. Und ich habe es noch nie erlebt in der Form, dass halt Leute zu einem kommen und sagen, ja, hallo Tom, aber mit so einer Offenheit, Barmherzigkeit und einfach so, als würden sie dich kennen. Was ja auch aus ihrer Sicht stimmt, weil sie kennen mich ja durch Videos und durch viele Reden und Gedanken und so weiter. Es ist so ein ganz neues Gefühl für mich, so, es kommt jemand entgegen, offenherzig, so, hallo, da bin ich, aber ich habe keine Erinnerung an die Person, aber das Gefühl, was mir ausgestellt wird, ist so bekannt und so vertraut und fühlt sich so ehrlich an, dass so, ja, was soll ich sagen, so, ja, hey, wie geht's, ne? Das ist... kennst wahrscheinlich auch. Ne? Ich würde sagen, das ist die Ernte, die du dort erntest, weil du auf deinem Kanal, dort wo du dich präsentierst, diese Offenheit als erstes hinausgegeben hast. Die spüren das, wie offen und ehrlich du bist in dieser Kommunikation und die kommen genauso wieder auf dich zu und nur halt multipliziert mit 1000. Also ich bin noch immer fertig von der Erfahrung. Es ist das, was ein Tag, als ich ernte das, was ich gesehen habe. Genau. Viele kleine Lichtlein. Ja. Genau so ist es. Ich bin auch immer, also ich brauche sicher jetzt ein paar Tage Pause. Mhm. Weil ich bin vom Verstand her, das Gehirn, der Verstand, dieser Computer da oben ist auf so Hochleistung gelaufen, die letzten Tage, es fühlt sich an wie mehrere Tage, aber den letzten Tag, das alles einmal irgendwie zu verarbeiten. So, das ist. Aber es war so ein geiles Gefühl oder ist so ein geiles Gefühl. Es ist so einfach nur Dankbarkeit einfach, weil wenn halt Leute mit dir sprechen, die verschiedenst ausschauen. Ich habe so viel lernen dürfen von den Menschen, dass die Vorträge sind das eine. Viele kannte ich ja schon oder ansatzweise, aber die Gespräche, die du dort mit Menschen hast, unterschiedliche, die, wo ich merke, so das Hirn, auch mein Hirn, so von wegen ja, Bewertung und na, der hat sicher keine Ahnung und Abstempeln und so, halt mal die Schnauze da oben und dann auf einmal merkst du, was für eine Tiefe da ist und wie wichtig das jetzt war, dass ich dem genau zuhöre, was er mir vermitteln will. Ne? Und das ist... ja, keine Ahnung, gibt es halt keine Wörter dafür. Gut, also wir sind, wie lange haben wir jetzt noch autobahnmäßig? 8 Stunden? 6 Stunden? 6 Stunden und 5 Minuten. Ja, ohne Pause. Ohne Pause. Mit einer Pause 7. Genau. Mit einer Pause 7. Ja. Ja, wir werden uns nicht stressen lassen einfach. Aber woher? Ja. Gut. Hey, war super. Sabine, Espers Verlag, Dankeschön. Ja, nächstes genau, Jahr sind wir wieder da. Oh ja, oh ja. I'll be back. Juhu!
gut, in dem Sinne, so alle die, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das dann verpacke, wie ich das zusammenschneide und so weiter. Das werdet ihr sehen. Das Endprodukt werdet ihr sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wahrscheinlich für das Video irgendwie so am Schluss kommen nach allen Vorträgen. So. Mhm. Und genau. die es bis dorthin geschafft haben, quasi alles durchzugehen, so quasi die Geschichte, wie wir hergefahren sind und wie das alles war und Reports und Berichte und so weiter. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt oder du dir die Zeit genommen habt, weil das ist das Wichtigste, was man irgendwie investieren kann, seine eigene Lebenszeit oder Aufmerksamkeitsspanne. Ja, und das war auch so ein Ding, weißt du, es sind so viele Leute zu mir gekommen, die sich bedankt haben dafür, für das, was ich mache. Und ich kann nur jedem sagen, dank nicht mir, ich danke dir, dass du die Stunde, wie das Video halt dauert, dir die Zeit nimmst in deinem ganzen Hektik-Ding und einfach Gedanken mitteilst, oder darüber nachdenkst. Exakt so, genauso mache ich es auch. Ich bedanke mich immer bei den Leuten für ihre Aufmerksamkeit. Ja, ja. Das ist so. Das ist. Weil Lebenszeit, Wahnsinn. Das ist doch immer das Beste, was ein Mensch überhaupt geben kann. Ja. Was haben wir sonst? Was sonst außer Aufmerksamkeit haben wir zu geben? So ist es. Gut. Ich bedanke mich bei dir auch nochmal. Ja, das ich war auch. Echt, weil wir haben uns für deine Lebenszeit. Danke für uns. Alles da sein. Klaus fährt, setzt sich das Auto, fährt sicher. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Wir haben uns ja auch zum ersten Mal gesehen, jetzt da physisch. Wir kennen uns ja schon von Oki Talk. Die Stimme Klaus ist bekannt. Okay. Das erste Mal war echt. Und nebeneinander im Schlafsack pennen. Ja. Das hat eine eigene. Das verbrüdert. So wie ich gesagt, so Feriencamp-mäßig. Ne? Ja, genau. So, Klaus, du schnarchst in mir. Was, ich schnarche? Heute war ich dran. Heute warst du dran. Und du hast geredet. Und ja, was habe ich gesagt? Irgendwas mit Musik. Welche Musik hast du? Irgendwie. Ja, ich bin ja ein Schlafredner. Wenn ich drüben bin, spreche ich manchmal aus, das, was ich sehe, und ich weiß nicht mehr, wenn ich aufwache, was es also dann war. Also demnächst gibt es den neuen Channel Tom Who Sleeps. Tom! Das wäre eine Machtlücke! Ich habe jetzt so eine App, die aufnimmt, so Sleep Talken heißt es. Die nimmt auf, was du sprichst und schneidet zusammen, dass du in der Früh dann siehst, was es war. Spannend. Tom Who Sleeps. In dem Sinne. Gute Nacht, ich danke euch von Herzen, wir danken euch von Herzen, danke Sabine, danke an alles und ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Ihr seid live dabei. Salut, danke euch, ciao. Wake up inside. And free your mind. Inspired about me and the you. True. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who knows.